Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Transocean, der Shipping Company. So, wir haben den Wahnsinnsauftrag von der lieben Mac oder irgendwas, bla bla bla, bekommen. Und die Frau nervt einfach, die Mac Air Boyle. So, zum Hafen. Wir müssen von hier nämlich auch was Bestimmtes, nämlich Textilgüter. Nach Chepalil Textilgüter, und da schauen wir, dass wir gleich relativ viel. Perfekt. So, danken einmal. Das ist nicht weit, aber trotzdem. So, ist die Moon jetzt schon fertig? Noch 4 Tage. Okay, jetzt, wir dürfen nicht zu viel vorspulen, das bringt sonst nichts. Wir sind jetzt zum Hafen. Der kann gleich noch einmal zurückfahren in Richtung Port Said oder sowas. Ah, irgendwas, wo wir was brauchen auch. Kelim Ports brauchen wir auch was. Da brauchen wir Spielwahlen. Fahren nach Kelim Ports. So, da haben wir die Textilgüter. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen aus Türkei und Italien relativ viel. Dann fahren wir in die Türkei, da brauchen wir gar nicht weiter schauen. So, dann haben wir hier noch einmal die Saturn zum Hafen. So, wir brauchen jetzt Türkei und Italien, wäre halt interessant. Italien, das ist perfekt. Einmal volltanken bitte und Gas geben. Und hier die nächste. So, einmal Italien würde ich fast noch einmal vorschlagen oder Türkei, wenn es das gibt. Gibt's nicht. So, was brauchen wir jetzt noch? Kelim Ports New York wäre noch interessant. Hongkong, Shanghai. Anchorage, wir brauchen was aus Anchorage. Na dann, ab nach Anchorage. Volle Fahrt. Wenn möglich. Ist nicht möglich. Na, dann schlepp dich schon langsam hin. So, die Honk in die Moon ist fertig, das ist gut. So, wir werden da jetzt gleich einmal voll laden nach. Okay, nach Che. Oh, brauchen wir von Shanghai irgendwas eigenes? Von Shanghai können wir was nehmen. Ja, dann fahren wir nur hin nach Shanghai, ist mir egal. Ablegen nach Shanghai. Und das machen wir diesmal manuell, weil wir mit der ja noch machen müssen. 800.000 kostet das. Das ist jetzt das riesigste Schiff, was wir zurzeit haben können. Bosbanamax hat Miku E und Bugis Y und C. Der hat jetzt nämlich 2. Wahrscheinlich brauchen wir bei dem Schiff aber überhaupt jetzt gar nichts. Bei dem Hafen, so wie es ausschaut. Da können wir ganz normal. Ah, das ist schon ein Mörderding. Schaut euch das an. Das macht Spaß. So, wir werden da vorne. Entweder ich tue da gleich mit mich rüber drücken ein bisschen. Dann brauche ich nicht viel mit Heckruder machen. Ja, das schaut gut aus, wenn ich mich da einfach rüber drücke. Bist du wahnsinnig, das ist Rekordzeit. Ich glaube, so schnell war ich noch auf keinem Hafen. Der Hafen ist geil. Ich fahre aber nur mehr raus, ich packe nicht ein. Ich finde, das Rausfahren ist sinnvoller. Beziehungsweise ist es einfacher, muss man es einfach so sagen. Obwohl mit den Heckrudern, du kannst die seitwärts jetzt fahren mit den geilen Schiffen da, das ist ja schon ein Mörder. Perfekt. So. Haben wir jetzt irgendwo eine herumstehen im Balboa, der haben wir gerade gekauft. Anhalten und Brand bekämpfen. In Shanghai, in Schlepperhilfe. Zum Hafen. So, wir brauchen als Shanghai, das waren die Maschinen. Nach Chelbil, schauen wir mal, Textilgüter, super. Nehmen wir halt das mit, ablegen, manuell und ablegen. So, jetzt haben wir dann die zwei auch geschafft. Ich hoffe, der Hafen ist halbwegs okay, ich kenne, auf der Serie, da habe ich nicht geschaut. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. So, es ist mal geradeaus von richtig. Wir werden uns einmal mit jeweils, das war Y und wegdrücken. Einfach nur wegdrücken. Ah, falsch, die hintere wollte ich kurz auslassen. Dass ich gerade komme. So. Die hintere auslassen und rüber drehen. Das ist ein geiler Hafen.
Der Hongkong, das ist Hongkong jetzt, Shanghai. Hongkong ist gleich der größte der Welt oder Shanghai, keine Ahnung jetzt ganz genau. So, dreh dich rüber. 10 Knoten schön. Angeblich gibt es einen Bug, dass man durchfahren kann. Aber ich glaube, der bleibt eh stehen. Passt perfekt. So, jetzt haben wir nämlich auch alle abgeschnitten. Grandios, Chef. Sie haben allen gezeigt, dass sie es noch drauf haben. Beenden Sie aber zuerst die anderen laufenden Aufgaben, bevor wir uns an das Freikaufen der Reederei weitermachen. Ja, es ist das hier. Und das wird noch heftig werden. Wir haben zwar schon einiges geliefert, aber bei weitem noch nicht alles. Bei weitem noch nicht alles. So, vorspulen. Die Supun hat den Brand erfolgreich bekämpft, das ist gut. So, der ist jetzt in der Türkei. Schauen wir mal, was brauchen wir aus der Türkei jetzt noch einmal? Ich glaube, Kleidung war das. Textilien, ja. Auftragsliste. Textilien nehmen wir mit. Und Lebensmittel. Perfekt, so. Ablegen. Das wird jetzt automatisch wieder gemacht. Und geht schon. So, in Tschepelil angekommen, zum Hafen. Wo müssen wir jetzt noch sonderbar hin? Nach Kalimpong oder New York wäre interessant. Das ist alles nicht dabei. Es wäre nochmal die Türkei, aber Türkei hätte ich jetzt alles. Auckland und Sydney könnten wir auch nur unterfahren. Sydney, perfekt. Ablegen, tanken, nach Sydney. Passt, geht. Tschepelil. So, zum Hafen. Wir sind in. So, wir müssen in die Türkei, brauchen wir eigentlich nimmer. Nach New York müssen wir aber noch. Ablegen, tanken. 82%, ich muss die verbessern irgendwann. So, das ist jetzt Kalimpong, da braucht man bestimmte Sachen. Kalimpong braucht man einiges, nämlich entweder wir nehmen da Spielwaren oder die komischen Haifi-Zeug-Dingsbums. Auftragsliste. Spielzeug. 6 Millionen. Können wir noch was mitnehmen? Nein. Perfekt. Dann ablegen, zuerst noch tanken. Und geht schon. Wie lange haben wir Zeit? Bis 11. Ich weiß nicht, ob man nicht noch ein Schiff. Wir haben 370 Millionen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Mit Schlepperhilfe zum Hafen. Auftragsliste. So. Wir sind dann in Italien. Italien hat auch wieder Sonderzeug. Nämlich Möbel und Kleidung. Die wollen mich verarschen. Dann fahre nach Algier zuerst hinüber und komme nachher wieder zurück nach Italien. So, wir werden jetzt gleich noch einmal ein großes kaufen. Das ist uninteressant, weil sonst wären wir da nicht fertig. So, 13.600, gibt es eh nur eine. Was kaufen? Ja, die nennen wir jetzt. Ja, keine Ahnung mehr. Jetzt habe ich so schon so viel Sternen. Jetzt machen wir Sternbilder, der große Wagen. Große Wagen. Schifftaufen. So, passt. Der große Wagen. Zum Hafen schauen wir mal da kurz. Der braucht noch 2 Tage. Der große Wagen zum Hafen. Schiff verbessern. Hier zuerst Frachtdämpfung. Hier gehen jetzt auch mal die Kühlpumpen. So, den da mal gleich verbessern. Brandschutzsystem. Und alle Lizenzen. 200 Millionen nur mehr, jetzt sollten wir noch aufpassen. Schiffstatus, weil den müssen wir jetzt auch noch hier reparieren, gleich einmal auf 100%. 44 Tage, passt. So, die zwei sind unterwegs, passt. Zeppelin anlegen. Jebal Ali natürlich. So, dass ich wieder richtig sage. Wir müssen eh dorthin noch einmal ablegen. Automatisch. So, in Algier. Da schauen wir wieder, dass wir nach Italien kommen. Will er nicht. Dann legen wir ab. Manuell. Auf nach Italien. Ablegen.
So, die Saturnring ist fertig. Das ist gut so. Zum Hafen. Auftragsliste. Alles, was noch. So, da haben wir Erdspiritosen. 19, dann nehme ich zuerst einmal die Spiritosen mit. Maximale Geschwindigkeit ablegen. Geht schon. So, wir sind da jetzt in. Brauchen wir jetzt noch irgendwas Besonderes? Wir brauchen Italien unbedingt und okay, New York fahren wir gerade hin. Schauen wir mal. Wir brauchen von da unten, glaube ich, auch irgend. Warte mal. Wir brauchen von Shanghai, Hongkong da drüben was. Anchorage, Reykjavik brauchen wir auch was. Dann fahren wir nach Felixstowe mal. Dann fahren wir nach Rotterdam und dann nach Reykjavik rüber. Ich hoffe, ich merke mir das alles. So, der kommt jetzt von Shanghai. Da schauen wir, dass wir gleich wieder dort irgendwo Valencia. Das passt auch, da müssen wir nämlich auch was holen. Ein bisschen was kann ich mir mehr merken, aber irgendwann ist es, glaube ich, zu viel. So, der ist jetzt in Italien. Schauen wir mal. Wieso gibt es da nichts in das? Ich verstehe es nicht. Das ist ganz schlecht, nämlich wenn wir das nichts finden. Danke. Nein, nicht reparieren. Reparieren haben wir jetzt keine Zeit. So, wir müssen langsamer fahren. So, die sind dort. Zum Hafen. Valencia, Sydney. Aus Sydney brauchen wir auch noch was, oder? Ah, da habe ich ein Schiff schon hingeschickt. Auckland. Wir fahren dann noch einmal hinunter nach Sydney. Ja. Aus Sydney und dann gleich nach Auckland rüber. Ah, scheiße, Auckland ist ein kleines Schiff. Müssen wir aufpassen, mit welchen Schiffen wir wohin fahren. Der Ruf ist gestiegen, sie sind weltberühmt. Perfekt, wir sind jetzt der beste Rang. Das waren wir aber eh schon einmal. So, wir sind hier in Kaohsiung, da müssen wir schauen, was nach. Da brauchen wir, von da brauchen wir. Hä? Ich hätte gehabt, da brauchen. Ah, da, Maschinen. Maschinen, 600. Passt, da hätte ich dann auch alle, wenn ich das habe. Ablegen, sofort wieder hin. Ja, die zahlen wir natürlich. Ist mir egal. So, New York ist. Da sind wir jetzt in New York, da brauchen wir auch irgendwas Bestimmtes. Boah, New York waren Möbel. 5000 Toys. Ich glaube nicht, dass wir die lagern können. Na, es sind nicht einmal so viel vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, dass man nur immer so wenig. Ah, 181 Millionen kriegt ihr jetzt. Jetzt haben wir wirklich wenig Geld gerade. Mit Schlepperhilfe zum Hafen. Killing Board. Schauen wir mal, ob wir da jetzt noch was Bestimmtes brauchen. Das ist abgeschlossen. Wir brauchen noch die komischen Fernsehbildschirme. Wieso gibt's denn nicht? Da. Na, dann machen wir die natürlich. Ab noch mit dem Alkohol hinüber. So, Rotterdam. Von Rotterdam wollte ich nach irgendwo hinauf, wo ich was brauche. Nach Reykjavik. Schauen wir mal, ob wir nach Reykjavik fahren können. Nein, ablegen. Nach. Nein, ich bin mit dem Großen hingefahren. Dann können wir gleich nach Che. Medikamente sind nicht schlecht, wenn wir mal hinbringen. So, ablegen. Volldampf voraus. So, Chepalil, ankommen zum Hafen. Auftragsliste. Italien wäre interessant. Was haben wir noch? Anchorage, das wäre bei LA oben. Fahren wir mal nach Los Angeles rüber. Zuerst tanken wir komplett ablegen. So, und nächstes kommt an. Ah, wir sind schon im 7. Monat. Nur mehr 4 Monate. So, wo will der hin? Am liebsten. Was brauchen wir denn noch? Ja, natürlich nach Singapur, Da Jung oder sowas, wäre natürlich auch heftig, aber ich hoffe, dass es da jetzt nachher schon langsam das gibt.
So. Mich wundert, dass da jetzt der Sprit gar nicht drauf geht in dem Gebiet, weil wir ja sozusagen ja, dort relativ oft tanken müssen. Aber wir werden jetzt noch kurz anschauen von Sydney, denn wir brauchen Antiquitäten. 2000 Dollar. 3000. Das geht sich nicht aus. Ja, dann nehmen wir die da und das war's dann auch schon wieder. Und ich würde sagen, wir legen jetzt noch kurz ab und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder weitergeht bei Transocean, der Shipping Company. Bis dann, tschüss.